Meine lieben Freunde des ruhmreichen Siedlungsbauunterfangs, wir sind heute zurück mit einer neuen Folge von Gord und damit, ohne hier weiter um den heißen Brei zu reden, denn es ist nämlich der kalte Krieg, den wir uns heute stellen müssen, zumindest in seinen Anfängen, geht's jetzt weiter bei Gord. Und ich muss hier mal ganz kurz schauen, was hier eigentlich gerade los ist. Marlenka war das Kind. Tatsächlich sind wir nämlich heute zu dieser Folge jetzt schon einige Tage im Abseits gewesen. Ähnlich wie meine Dorfbewohner hier bin ich nämlich die böhmischen Wälder durchstriffen auf der Suche nach sagenumwobenen Burgruinen und Überbleibseln alter Zeit. Das wird hier auch bald kommen. Ich bin jetzt schon am Bearbeiten des Ganzen. Wo sind denn hier eigentlich meine Abenteurer? So, ich muss nämlich jetzt erstmal wirklich einen kleinen Überblick wieder über das Gord verschaffen. A foe is attacking our Kurze structures. Bestandsaufnahme jetzt, ehe es hier weitergeht. Wir haben ja genug Holz, genug Reet. Wir haben einiges an Nahrung, um wahrscheinlich hier einen harten Winter auch überdauern zu können. Wir haben noch einiges an Gold. Und kein Eisen, Milord. So, die Aufgabe sieht vor, dass wir einen Außenposten abbauen müssen. Alles klar, dann würde ich sagen, frisch ans Werk und werden das mal tun. So, Marlenka, die kann eigentlich schon mal beten, weil auch als Kind ist man hier vom Gottesdienst nicht freigestellt. Wir sind ja hier ein frommes Dorf. Wo haben wir jetzt hier Spezial vielleicht? Genau, hier ist der Außenposten. Our sister was wounded Und by a der wird jetzt foe. wahrscheinlich außerhalb vom Gord platziert, würde ich fast denken. Die Frage ist, wo macht das Ganze Sinn? Ich hatte ja hier irgendwo noch solche speziellen Vorkommnisse ausgekundschaftet. Genau, hier hatten wir auf jeden Fall irgendein Vorkommen gehabt. Wie schaut es hier drüben aus? Aber wahrscheinlich würden sowieso der Weg hier weiter gen Norden halt verschlagen. Ist halt die Frage, inwiefern das Sinn macht, das weit außerhalb zu platzieren. Aber gut, wenn es ein Außenposten ist, dann wird es wahrscheinlich auch nicht in unmittelbarer Nähe stehen müssen. So, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir basteln den hier hin. Aber ehe sich jetzt gleich unsere Kollegen hier auf den Weg dorthin machen, würde ich erstmal sagen, dass wir hier noch in der Umfriedung des Gords diese beiden Sachen bauen, an die wir jetzt nicht mehr rankommen. Perfekt. Gut, dann haben wir damit jetzt Schimowit, Diamite und Erevan, drei Holzfällersknaben. Gucken wir gleich mal, ob das passt. Diamite ist doch sowieso ein Krieger, wie er im Buche steht. Deswegen denke ich mal, der kommt auch gut als Handwerker hier zu Fach. Schimowit wird das Ganze ähnlich gut machen. Er ist ja ein talentierter Kämpfer ebenso. Ich meine, ob man jetzt die Axt auf das Fleisch des Gegners hinabschwingt oder auf so einen kräftigen Baumstamm, macht zumindest aus meiner laienhaften Sichtweise keinen Riesenunterschied. Ressourcen in Reichweite des Jägerschlupfplatzes 2. Okay, das bedeutet, die sind faktisch arbeitslos, oder was? Aber gut, dann geht es jetzt eben dran, frische Fische für das Dorf hier zu fischen. Wen hat man noch genau? Erevan. Der wird ja wohl auch passen. Schnell im Wald und faul. Den sollten wir vielleicht ein bisschen beobachten, ja. Ist zwar schnell hier im Wald unterwegs, aber eventuell zieht sich dann auch gern mal aus der Affäre. So, wir haben hier einen Lehmsammler. Das sieht soweit ganz gut aus. Oh, wow, okay. Die werde ich jetzt mal unter besondere Beobachtung stellen. Da haben wir auf jeden Fall mal die erste Kandidatin, die dann einige Fässer Met hier die Kehle hinabrinnen lassen kann. Okay, wir müssen immer noch den Außenposten bauen. Ich muss jetzt mal wirklich ein Auge drauf haben. Die soll die Nahrung noch nach Hause bringen. Aber ich würde mich mal nicht zu weit entfernen. So, das Mädel kann doch vielleicht eigentlich mal hier anpacken oder auch nicht. Wie sieht es denn aus? Haben wir hier irgendwelche gelben Pflanzen vielleicht in der Nähe? Sieht ganz mau aus. Alles schon abgegrast hier. Ah, die ist jetzt gleich voll. Ich werde ihr irgendeine Aufgabe im Dorf geben, dass sie hier, ja, nicht mehr ganz so auf die Probe gestellt wird. Auch krass, wie viel die sammeln hier. 72 mittlerweile.
Wie weit wird sie gehen? Wird sie auf 100 hochgehen? Aber gut, ich dachte auch, ich hatte irgendwie ein Upgrade gebaut. Ist ein bisschen blöd, dass jetzt hier so eine Unterbrechung im aktuellen Guard drin war, aber ich hatte halt damals, bevor ich auf die Burgentor aufgebrochen bin, eben keinen. Zwar habe ich keinen Mist hier. Keinen passenden Punkt für noch ein neues Szenario gefunden. Deswegen, es muss halt jetzt mal so gehen. Boah, das ist wirklich eine knappe Kiste, also ganz schön drauf angelegt hier. Wie sieht's denn eigentlich bei den Kollegen aus, die ein bisschen weiter unterwegs sind? Aber eigentlich soweit ganz gut. Wahrscheinlich war auch ihr Arbeitsplatz hell beleuchtet. Dann würde ich sagen, Erwan der Faule wird hier gleich mal, sobald er diesen Ast hier abgeliefert hat, uns hier eine Balja hinzimmern. Beziehungsweise eine Metbude würde eigentlich aktuell sogar mehr Sinn machen. So, wo waren die jetzt? Genau, die ist erstmal im Gord. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ressourcen ablegen. Wo ist denn die Jägerbude? Da haben wir sie schon. Und hatten wir noch einen anderen Jäger? Weil dann könnte sie eigentlich... Was ist denn hier noch als Aufgabe rundrum? Grünes Kraut. Was haben wir hier liegen? Eine Leiche liegt hier rum. Hä, wer ist das denn? Okay, wahrscheinlich deswegen auch der Mental Health hier nicht ganz so zuträglich gewesen. Und wo sind die jetzt schon wieder unterwegs? Doch nicht etwa in den finsteren Wald. Ab ins Gord mit dir. Komm, helf dem Kollegen hier oben mal mit. Our sister is being attacked. Was wäre... Wie, die werden ja attackiert. Quatsch. Erzähl doch nichts. So, sie kann jetzt hier oben erstmal ordentlich einen heben, würde ich sagen, um mal so ein bisschen auf die Schrecken, die sie im Wald erblicken musste, klarzukommen. So, beim Rest sieht es eigentlich ganz ordentlich aus. Auch Lehm kommt hier einiges rein. Die scheinen hier was abgegrast zu haben. Also ganz ehrlich, hier der Vitom, der braucht jetzt wegen einem Lehm hier nicht zurücklaufen. Dann würde ich sagen, er ist jetzt gleich mal mit der ruhmreichen Aufgabe hier betraut. Das neue, ja, ich will es jetzt nicht gleich Gord nennen, aber das neue Teil hier instand zu setzen. So, der Rest geht hier seiner Geschäftstätigkeit nach. Sie hat sich auch ganz gut erholt. Und hier kommt nämlich gleich Malenka nach. Steigt gegen Zagatsche. Was ist das denn? Schwächen verengte Sicht. Okay, also keine Speerin hier. Malenka, was machen wir mit ihr? Ich würde sagen, wir sorgen schon mal so ein bisschen vor für den Winter. Sie kann jetzt erstmal mit Fischen. Und hier die Männer, sobald sie wieder bei bester Gesundheit sind, werden sie auch nochmal aufbrechen. Oh yeah. So, wer war da dran? Ich glaube, Vitom. Kannst du gleich mal hier als nächstes ranmachen. So, der Außenposten. Hier kannst du kleine Gord-ähnliche Strukturen außerhalb des Hauptgords errichten. Ja, die Frage ist halt nur, was bringt mir das jetzt? Genau. Also kann ich mich jetzt einfach irgendwie auf Reisen ausruhen oder vielleicht so ein Gebäude hinzimmern? Hey, wir haben eine neue Geburt. Und es ist ein Junge. Da würde ich sagen, haben wir hier gleich mal einen gewissen Bettrich, der hier nachkommt. Zu Deutsch Friedrich. Genau, gepriesen sei die heilige Mutter. Das sehe ich auch so. Gut, genau, der baut hier weiter ab. Das passt. Und wir geben hier zurück ins Hauptstadtstudio. Fleißig am Angeln, das hat auch hier durchaus Hand und Fuß, würde ich fast sagen. Ja, geht's auch wieder halbwegs gut. Dann können wir eigentlich auch demnächst wieder aufbrechen. Baue ein Eisenwerk. Baue 50 Eisen ab. Gut, dann direkt Anschlussfrage. Wo haben wir hier Eisen in der Region? Und was haben wir hier? Das wäre auch mal noch eine wichtige Frage. Wahrscheinlich müssen wir dazu erstmal näher in die Sümpfe hier aufbrechen.
Hier können wir eigentlich mal im Außenposten, falls wir überhaupt was bauen können. Ich check das mal ganz kurz aus. Ah, okay, wir können hier so eine kleine, süße Auswahl an Gebäuden hinbauen. Dann würde ich eigentlich fast denken, es würde ja auch von der Rangfolge Sinn machen, dass jetzt... Was ist hier los? Wahrscheinlich von der Rangfolge Sinn machen. Wo ist denn diese Liami hier? Ah, okay, die dreht gleich durch. Gut zu wissen. Komm schon. Ab ins Licht. Jetzt nicht hier mit 48 Fleischeinheiten stiften gehen. Also wäre wohl frevelhaft. So, du bringst es jetzt hier schön zurück. Und dann ist sie die nächste Kandidatin für unsere Metbude. Und ich werde mal unterdessen weiter schauen, wo ich jetzt nur dieses Eisen hier abbauen kann. Eisenwerk, baue Eisen ab. So, hier gibt es auch noch einiges zu erkunden. Genau, ich glaube, ich sollte jetzt mal kurz auf die aufpassen. Ansonsten könnte das durchaus noch zu einem Problem heranwachsen. Dann macht ihr bitte einmal einen fliegenden Wechsel. Sie ist fertig, kann sich gleich mal um diese defekte Struktur hier kümmern. Hey, 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 hey. So war das nicht geplant. Genau, so wird ein Schuh draus. Was haben wir hier? Falscher Beruf. Alles klar. Ist es denn irgendwie auf der Karte markiert? Ich gucke mir mal ganz kurz an, wo ist denn hier das Behelfsgurt, nenne ich es mal. Genau, Lehm ist hier scheinbar als... Achso, nee, das ist überhaupt nicht... Schatztruhe, Aussichtsturm. Dass ich jetzt auch nach hier 8 Folgen drauf komme, mal genau auf die Karte zu schauen, ist natürlich auch stark. Schriftrolle der Nahrungsherstellung. Gut, ich glaube, wir brauchen dafür eine Expedition. Tatsächlich. Na gut. Wenn der Kollege Vitium hier wieder zurück ist, werde ich ihn gleich mal anweisen, hier das Ding zu bauen. Beziehungsweise ich werde ihn genau jetzt anweisen. So, Betrich kann dann später nachkommen. Shimovit wird unser Kämpfer dann für die weiteren Expeditionen. Und Diamite genauso. Wir sollten jetzt eigentlich genug Holz haben. Deswegen würde ich sagen, zurück in den Militärberuf. Wir haben ja noch gar nichts Militärisches, oder was? Ha. Ja, Potzblitz, ne? Wer hätte das gedacht? Dann sollte es aber ganz schnell gehen, hier meine Kaserne zu errichten. So. Ich dachte, das Fleisch wäre aufgebraucht. Warum sind die hier immer noch am Sammeln? So, Diamite kann man in der Zeit noch einen ummachen, aber ich meine, das ist ja sowieso unsere Kämpferriege hier. So, auf jeden Fall Shimovit. Wen haben wir hier? Dobrushia. Über die weiß ich noch nicht so viel, da gucken wir gleich mal nach. Hallo? Ah ja. Ungelernt im Bergbau. Ah, das war die Schamanin. Alles klar. Gut. Ich würde sagen, schließ dich einfach mal... Nee, ganz ehrlich, Jäger, bleib bei deinen Leisten und bei deinen Pfeilen. Wir haben ja genug Leute, die es regeln können. So, Diamite, wo ist er? Der bringt ja gleich den nächsten Kolben ran. Erwan genauso, der hat allerdings noch nichts, deswegen würde ich sagen, er kann sich direkt mal umorientieren. Und dann würde ich fast denken, dass wir mit 2 Axtkämpfern und einem Speer hier ganz gut durchkommen. Solange keine größeren Gefahren irgendwie lauern, ja, brauchen wir jetzt eigentlich keine Bogenschützen, würde ich sagen. Ah, Vitium. So, fortgeschritten, ein Eisenwerk. Jo, das kostet schon einiges. Dann ist es hier quasi unser ganzer Außenposten, ne? Ein volles Investment hier. Dann hoffe ich aber, wie gesagt, dass hier auch besagtes Eisen in der Nähe ist. Aber ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass wir hier sowieso noch ein bisschen erkunden müssen. Aber unsere Leute stehen ja immerhin schon bereit. So, sie ist auch wieder fit.
Ansonsten keine Mental Health Probleme gerade aktuell. Schilf braucht ein neues. Da ist er, unser Diamite, der kann sich ebenfalls noch hier zum Militärdienst einreihen. Und dann brauchen wir nämlich auch demnächst neues Gold. Eine Quest wartet auf uns. Da bin ich gespannt. Durch unsere Taten finden die Raubtiere dagegen keine Nahrung mehr und werden zunehmend aggressiv. Sie dringen in neue Gebiete vor und kommen dabei unserer Siedlung immer näher. Lux schlägt vor, das Jagen vorübergehend einzustellen, bis das natürliche Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Jage 25 Minuten keine Wildtiere. Ganz ehrlich, das könnte ein bisschen straff werden, aber da wir gerade nahrungstechnisch doch ziemlich gut aufgestellt sind und auch noch unsere Teiche nicht überfischt sind, würde ich sagen, wir nehmen das Ganze an. Wir haben das jetzt hier oben als Nebenquest laufen. Dann einmal eine kritische Frage. Okay, das muss schon noch heimgebracht werden. Ich hoffe jetzt, es zählt nicht, weil es geht bestimmt nur darum, neue zu erjagen. Da muss ich jetzt doch mal ein bisschen aufpassen hier. Ich sollte aber kein neues jetzt noch erlegen. Bring das hier mal schön zurück und dann, genau, sehen wir weiter. Shimo wird erwarten im Befehl. Alles klar, das können wir schon mal machen. Und zwar die drei Kollegen bewegen sich jetzt schon mal zu unserem Außenposten. Bitte zusammenbleiben, Jungs. Genau. Okay, Jäger haben wir sonst keine. Die sind fleißig am Schilf sammeln. Sigrid schon wieder hier ziemlich geplagt. Wo gehen denn die immer sammeln? Was ist denn das? Die kommt hier mit nix zurück. Keine freien Plätze. Ja gut, das sehe ich ein, aber ich meine, hier gibt es doch Schilf zuhauf. Ich möchte mal hier reingucken. Da muss man sich halt auch mal so ein bisschen aus der Komfortzone bewegen. Dann klappt das auch. So, die bisher auf keine Komplikation gestoßen. Ich meine, das wär's ja auch, ne? Hier gleich mal zum Anfang. Mal gucken, wenn ich jetzt seinen Beruf wechsle, ob der von alleine hier diese Eisenmine findet. Nee. Ja, wäre schön gewesen. Okay, ehe sie jetzt zurückgeht, wir haben noch keine freien Plätze. Komisch. Was sind das? Grünes Kraut. Eigentlich mit Vergiftung haben wir ja nichts am Hut. Alles klar, dann sollten die jetzt erstmal soweit zugewiesen sein. Wenn die jetzt den Lehm hier zurückträgt, da muss ich auch mal ein Auge drauf haben. Alissa, wer bist du überhaupt? Handwerkerin? Dann könnte sie sich mal noch ums Holz kümmern, aber ich muss mich halt auch um die mentale Gesundheit kümmern. So, wir brechen jetzt erstmal auf und gucken uns hier mal in der Gegend noch etwas um. Hier haben wir zum Beispiel auch ein paar Pilze. Könnte eben auch in weiterer Folge noch ganz dienlich sein, wenn wir hier eben auf das leckere Wildfleisch erstmal verzichten müssen. Hier ist jetzt die große Frage, ob sie hier durchkommen, aber das sieht so weit aus, als sollte es funktionieren. Our brother needs help. Genau, gar kein Problem für sie. Alissa ist auch bald da. Na gut, bis das soweit ist, werde ich erstmal hier eine Runde aufpassen. So, was haben wir hier? Feinstes Gold, ein krummer Finger. Das ist ja ganz krude hier, was wir für Artefakte vorfinden. Kann leider allerdings niemand mitnehmen. Ich weiß schon, dass die hier recht gut aufgestellt sind. Shimo wird zum Beispiel warme Kleidung. Erfahrung im Erkunden, die könnte er eigentlich mal abgeben. Ich lasse den Finger vorerst erstmal hier ruhen und wir schauen dann später nochmal vorbei und gucken, dass wir hier was abholen können. Genau, die Hände unseres Bruders sind gerade untätig, ist mir durchaus bewusst. Wir müssen allerdings hier erstmal kämpfen. Und uns natürlich auch in weiterer Folge die Frage stellen, wo wir hier dieses Eisen vorfinden können. Weil bisher, wie gesagt, sah das ein bisschen mau aus. So, Alissa, eben ist hier vergessen. Ab an die Bar mit ihr. Ja, das Gute wäre, wenn jetzt hier irgendwo Eisen direkt
direkt außenrum ist. Aber dem ist wohl dann doch nicht ganz so. Was haben wir hier? Einen Waldschrein? Oder Wildschrein? Nee, Wildschwein, Waldschrein. Wie es in den Wald schreit, so schreit es auch wieder hinaus. Oh, gelbe Pflanzen ist natürlich sehr, sehr nützlich noch. Und das sagt mir, dass das Eisen ist. Lebensquelle. Okay. Auch jetzt halt verkehrt, aber halt auch kein Eisen. So, kämpfen wir erstmal gegen diese Tunischbude hier. So, bei Alyssa läuft das Ganze soweit. Die haben es auch gepackt. Gar kein Problem. Tja, aber wo ist das Eisen? Wir müssen mal noch ein bisschen weiter umher wandern, bis wir das Ganze hier gefunden haben. Oh, das sind allerhand. Was haben wir hier? Mittelgroßer Wolf. Okay, bisher meist mit jungen Wölfen hier vorlieb genommen. Aber das Ganze muss ja auch irgendwann mal steigern. Wir sehen hier schon, dass Erevan ein bisschen abschmiert. Frage ist, ob ich ihn hier rausziehen soll. Wir hatten ja aber... Hey, Moment, wir hatten gerade so viele Pflanzen hier in der Region. Ich sehe mal zu, dass die es noch schaffen bis dahin. Ansonsten, wenn alle Stricke reißen und es hart auf hart kommt, ziehe ich mir fix raus. Aber die packen das schon, die Jungs. So, Mental Health sieht noch ganz okay aus. Gut, dann erstmal zurück zu diesem Lager an roten Blumen. So, Nahrungsproduktion können wir dann auch alsbald einstellen, da haben wir eigentlich genug. Bettrich wird auch bald erwachsen. Alyssa geht's wesentlich besser. Sie war Handwerkerin. Genau. Perfekt. Dann einmal mit an die Holzproduktion ran. Das ist ganz schön viel Mikromanagement, muss ich sagen. Ich meine, klar, da muss man durch. Wir wissen ja irgendwie auch, auf was wir uns hier eingelassen haben. Aber es ist schon stressig, wenn du halt nicht mal hier bei deiner Expedition so richtig bleiben kannst. Weil halt dauernd wieder irgendjemand gefährdet ist, weil irgendjemand nicht zufrieden ist mit seinem Job. Alles solche Geschichten. Gut, wir wandern mal durch das Moor hier durch. So eine Leiche sieht doch schon durchaus vielversprechend aus. Jetzt mussten sie aber auch schon einiges einstecken. Pollos, hat da nicht jemand Schiss gehabt vor den Dingern? Ja, der faule Strick. Schriftrolle des Kämpfens. Das könnte jetzt interessant werden. Ich guck mal kurz rein bei Diamite, ob der vielleicht noch irgendwie was hat. Für alle außer Krieger und Speer. Alles klar. Genau, so konnte ich es rauskicken. Ich dachte, ich hatte... Hä? Hä, was war das denn jetzt? Und vor allem, wer hat jetzt diese Schriftrolle bekommen? Okay, das ist eine Falle, aber scheinbar müssen wir halt wirklich hier durch, ne? Kann nur gucken, dass hier irgendwo grünes Kraut wächst. Lass mal die Polotzen hier noch killen. Oh shit, aber ihr packt das. Ich weiß, dass ihr das schafft. Immer feste drauf auf diese Schlangenviecher. Heute Abend gibt's ein feines Sushi. Fähigkeitenbuch Bergbau. Da ist irgendein Wanderer. So, Gift ist jetzt auch gelöst. Allerdings bräuchten wir halt mal wirklich... Oh, eine neue Geburt. Also heute sind die ganz schön rollig hier, meine Dorfbewohner. Da geht auf jeden Fall einiges. Es ist mal wieder ein Junge. Nennen wir ihn mal Bohuslav. Wir brauchen mehr epische Namen hier im Gord. Dann kann ich mir das erstens besser merken und zweitens... Ja, Namen machen Leute oder so. Dann kommen wir vielleicht auch einfach mal große Krieger noch nach. So, müssen vorsichtig vorgehen. Wir sollten jetzt nicht unangenehm überrascht werden. Bitte nur noch angenehme Überraschung ab jetzt im Gord. Okay, unser Lager ist voll. Alles klar.
Gut, ehe wir jetzt weiter ins Dunkel reisen, werde ich mal ganz kurz zurückschalten ins Gort. Hier sind nämlich schon wieder die ersten, ja, kurz vorm Bruch. Deswegen einmal bitte an die Bar. Wir haben hier noch Bettrich, den alten Smetana. Was ist denn aus ihm eigentlich geworden? Tapfer gegen Gargoyles und Dummheit. Das macht ihn doch eigentlich zu einem perfekten Krieger. Aber ich sehe gerade, uns geht das Geld so ein bisschen aus. Wir sollten uns dazu halten. So, Malenka. Das ist jetzt gerade ein bisschen ein Problem. Dadurch... wenn die jetzt keine extreme Antipathie hat. Beengte Sicht. Ich meine, wenn du Schilf pflückst, dann brauchst du halt wirklich nur den Tunnelblick nach vorn. Aber es wird jetzt ein bisschen stressig, hier die Leute weiterhin zu managen. Weil hier muss halt auch weitergehen. Wir brauchen dringend Gold, weil ansonsten wird nämlich bald die mentale Gesundheit... Oh shit, ob wir das jetzt packen... Kommt schon. Scheiße, ich seh einen Gesundheitsbalken überhaupt nicht. Boah, wie viele kommen denn hier? Ist das ein Hinterhalt oder was? Scheiße, ich muss Erevan rausziehen. Ja, ganz unangenehm hier. Ich denke aber tatsächlich, dass die beiden Kämpfer das hier packen könnten. Das Problem ist, die haben den so ein bisschen eingeknastet gerade. Komm schon. Jawohl. So, schafft ihr das zu zweit? Our brother has been critically injured. Boah. Brutal. Okay, Nummer 2 muss auch raus. Our brother is about to meet his Komm, kleiner. Ah, scheiße. One of our people wants you to hear a story. Ah, das kommt automatisch. Perfekt. Kleines Mädchen bringt Hoffnung. Eine Frau kam mit einem kleinen Mädchen im Gort vorbei. Sie erzählte uns, dass ihre Tochter wie durch ein Wunder von einem furchtbaren Schrecken entkommen konnte. Sie meint, ihre Geschichte könnte bei unserem Volk Hoffnung wecken und Trost spenden, bittet aber um Nahrung, wenn sie öffentlich davon erzählen soll. Sie hält dies für einen ehrlichen Handel, denn sie weiß, wie wichtig uns die Moral der Bewohner ist. Vielen sind die Narben des Mädchens aufgefallen und sie stellen schon Fragen. Wenn wir ihr Gesuch ablehnen, könnten dich einige unserer Leute hintergehen, um ihnen trotzdem zu helfen. Woher hat die diese Narben? Das ist eine große Frage. Eigentlich, wir sollten als nächstes wohl ein Jugendamt hier reinbauen. Allerdings, aus dem Bauch raus würde ich sagen, vor allen Dingen noch mit diesem Verrat, der im Hintergrund schwelt, würde ich eigentlich sagen, wir geben ihnen die Nahrung und lassen sie die Geschichte zum Besten geben. Die Leute versammelten sich um die Frau und das Kind. Zunächst waren die beiden schüchtern, aber dann fingen sie an, von ihrer Notlage und den schlimmen Zeiten zu erzählen, die sie durchstehen mussten. Die Leute schöpften Hoffnung aus der Geschichte und sagten sich, wenn sie es schaffen, können wir es auch. Okay, das ist ein schönes Outcome. Boah, jetzt muss ich aber aufpassen. Boah, Leute. Boah, wie knapp. Wie knapp war das bitte? Heiliger Strohsack. Boah, Geraldine, dir sind's doch schon 5-mal bestimmt jetzt schon begegnet hier bei irgendwelchen Eskapismus-Geschichten. In eine Lederrüstung. Da haben wir etwas Gold, das ist ganz gut. Aber wir brauchen halt mehr Gold. Wie so oft. Und vor allem ist auch das Problem, wir brauchen auf jeden Fall... Wir brauchen in unserem Außenposten eine Balja, dass die sich erstmal ausruhen können. Deswegen einmal zurück und dann starten wir eine erneute Expedition. Our sister is in danger. Was ist hier los? Wird hier der Außenposten angegriffen? Ach so. Oh no. Das ist aber nur eine Spinne. Okay, Malenka hat es zum Glück geschafft. Wahnsinn. Jetzt aber schnell zurück ins Dorf hier. Krass, was heute los ist, ne? Also jetzt braucht man schon seine Augen und Ohren überall.
Und wir haben auf jeden Fall zu viele Axtkämpfer. Ich müsste die eigentlich direkt ins Hauptgord schicken. We ran out of gold. We cannot afford to... ja, das ist halt jetzt wieder das Ding, ne? Okay, Geraldine, wer bist du eigentlich? Tapfere Axtkämpferin. Und warum hat die immer mehr Leben als unsere anderen Kollegen? Die Speer sind ja eigentlich auch halbwegs kampferfahren. Aber in der jetzigen Situation, es tut mir leid. Dann würde ich mal sagen, unser einziger Kämpfer bleibt jetzt erstmal... wahrscheinlich schon Diamite, würde ich denken. Genau, Kampftalent haut noch ein bisschen extra zu. Kampfkünstler oder Kampftalent? Das ist natürlich jetzt die große Frage. Ich würde sagen, genau, wir haben gerade eine Pause drin. So. Die beiden. Beziehungsweise Geraldine ist halt eh gerade bei bester Gesundheit. Dass ein bisschen schneller geht, werde ich die jetzt gleich mal umgruppieren als Bergarbeiter. So nämlich. Die beiden bauen jetzt erstmal eine Balja hier rein. Ey, ich hoffe, das passt noch. Oh. Ach, verdeck es noch mal. Wie drehe ich mich denn gerade schon wieder? Das ist doch alles hier verrückt. Gut, dann bauen die es halt hier unten rein. Ist von mir aus auch okay. Verzögert sich das Ganze halt mal noch ein bisschen. Gut, bis sie dort ankommen. Meine Freunde des ruhmreichen Strebens, das war eine weitere Folge von Gord. Wir müssen mal zusehen, dass wir hier in der nächsten Episode dieses Eisenvorkommen finden. Ansonsten, ja, wird hier eine straffe Zeit für uns. Wir befinden uns ja gerade an dem Rande des Kalten Krieges hier und müssen kräftig aufrüsten. Deswegen bleibt dabei, gebt ein Abo und ein Like, ihr wisst, wie es läuft. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge von Gord. Bis dahin.